Der größte Stadtkindertag aller Zeiten sollte es in Hoyerswerda werden. Der wohl nasseste aller Zeiten ist es am Ende geworden. Leider, denn die Organisatoren hatten im Vorfeld eine Unmenge an Attraktionen geplant, nur hatten sie eben nicht Petrus auf ihrer Seite. Einige der vorbereiteten Dinge wurden aus Sicherheitsgründen gar nicht erst aufgebaut, blieben vor dem Regen unter Plan geschützt. Aber einige ließen sich vom miesen Wetter nicht abhalten und hatten ihren Spaß.